Final Four des MV-Pokals. Und damit begrüße ich Sie zur 266. Sendung von Sport in Schwerin. Heute aus der Doberaner Stadthalle. Bei mir ist der Steffen. Was für Mannschaften werden wir heute sehen können? Ja, also es sind Mannschaften, die mir von meiner Mannschaft sehr bekannt sind, mit Pasewalker HV und TSG Wismar, die im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen. Ich selber habe in der ersten Runde gegen Pasewalk gespielt mit meiner Mannschaft dort. Ja, sang- und klanglos ausgeschieden. Und im ersten Halbfinale treffen dann eben Teil der Stralsunder V auf unsere erste Damenmannschaft. Von der Ausgangslage her, unsere erste Damenmannschaft ist natürlich eindeutig Favorit. Aufgrund der Tatsache, weil sie die höchste Liga haben mit der Ost-Spree-Liga. Zwei MV-Ligisten und mit Pasewalk eben halt ein Verbandsligist. Also wenn man von den Tatsachen ausgeht oder beziehungsweise von den Daten, dann ist unsere Mannschaft klar Favorit und Pasewalk Außenseiter, aber so sehe ich es nicht kommen. Gut, wir haben ja auch Final Four der Männer. Was für Mannschaften dürfen wir da erwarten? Also ich sehe hier zum Beispiel Bad Doberaner SV 2, HSV Leutz, Stralsunder HV und SV Kriewitz. Was dürfen wir von diesen Spielen erwarten? Naja, also die Halbfinalbegegnungen sind auch relativ eindeutig da. Es sind zwei Drittligamannschaften mit Stralsund und mit Leutz. Und eben halt Kriewitz und Doberan 2 sind zwei Verbandsligamannschaften. Von daher denke ich mal, dass es auch eine eindeutige Geschichte werden müsste. Aber dadurch, dass eben halt die ersten Männer von Doberan nicht im DAB-Pokal gespielt haben, ist es möglich, dass diese Leute hier auch im Vereinspokal eingesetzt werden, also im Landespokal. Also es kann auch sein, dass Doberan 2 eigentlich mit der ersten Mannschaft und die dann auch eine Drittligamannschaft ist, auftaucht. Gut, dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß bei dem ersten Spiel zwischen SV Grün-Weiß und dem Stralsunder HV hier im Final Four in Bad Doberan. Bei den Damen und bei den Männern im Landespokal. Und die erste Begegnung heute, das erste Halbfinale bei den Damen SV Grün-Weiß Schwerin gegen Stralsunder HV. Wir begrüßen als erstes die erste Landmannschaft, den SV Grün-Weiß Schwerin und ihr Fans und hier die Ausstellung. Wir sind jetzt Susanne Grimm, die Nummer 12, Anna Pöschel, die Nummer 6, Julia Kluth, die Nummer 7, Julia Ley, die Nummer 10, Antje Thormann, die Nummer 11, Julia Kluth, die Nummer 18, Julia Schiller, die Nummer 19, Kerstin Felde, die Nummer 31, Marie Kirschner, die Nummer 33, Vivian Bartlau, die Nummer 13, Stefanie Lube und die Nummer 9, Wendy Hützel. Ich hoffe, da waren jetzt nicht zu viele Fehler drin. Und die Ausstellung der Gäste vom Stralsunder V. Nummer 1, Nadine Holzau. Die Nummer 3, Julia Schwande. Die Nummer 4, Claudia Knopp. Die Nummer 5, Luisa Gottschalk. Die Nummer 6, Josefine Schmücker, die Nummer 7, Sophie Detke, die Nummer 8, Sandra Braun, die Nummer 10, Cindy Blüm, die Nummer 11, Peggy Hannawald, die Nummer 12, Sophie Heidner, die Nummer 14, Laura Schröder und die Nummer 15, Julia Rohne. Und die Schüsse in der ersten Partie, die Herren Plätzchen und Millers. Schönen guten Morgen hier aus Bad Doberan. HVMV-Pokalrunde. Die ersten Halbfinals stehen an. Hier trifft Grün-Weiß Schwerin aus der Ostsee-Spree-Liga gegen den Stralsunder HV aus der MV-Liga aufeinander. Und wir hoffen auf ein spannendes und packendes Duell. Es geht etwas nervös los. Und da auch schon der erste Treffer. Wendy Künzel für Grün-Weiß Schwerin erfolgreich. 1:0. Und als Belohnung dafür holt sie sich auch gleich die gelbe Karte ab. Sie darf natürlich beim Anwurf, beim ersten Pass nicht störend dazwischen gehen. Daher folgerichtig die gelbe Karte. Ja.
Fehlpass vorne im Angriff vom Stadioner AV. Dann die schnelle Vorwärtsbewegung durch Kerstin Fägel, die mit dem zweiten Treffer. Und hier geht auch wiederum schnell. Aber da hat Jule Grünwald noch nicht ganz so viel Glück beim Greifen des Balls. 2:0 Führung. Wir sehen auf Schweriner Seite eine sehr offensive 5-1-Deckung. Und hier jetzt auch der erste Treffer für Stralsund durch Sandra Braun. Vom Kreis erfolgreich zum 1:2. Aber direkt im Gegenzug Wendy Künzel über die Linksaußenposition zum dritten Treffer für die Grün-Weiß-Damen. Da hat die Abwehr aber ganz tief geschlafen. Abstimmungsproblem im Abwehrzentrum. Sodass Cindy Blüm den Treffer Nummer 2 erzielen kann. Felkel hat wunderbar aufgepasst, treibt den Ball nach vorne, auf Jule Grünwald passt, sehr erfolgreich zum 4:2. Ah, technischer Fehler. Jetzt vielleicht mal ein ruhiger Spielaufbau. Einzelleistung durch Wendy Künzel, Sprunghüpfwurf und Treffer Nummer 5. Und erneut geht es schnell, technischer Fehler und Gegenzug durch Marie Kinscher. Sie erhöht schnell auf 6:2. Und auch da hat Wendy Künzel die Hände mit am Ball. Diese Aktion war noch nicht von Erfolg gekrönt. 9 Meter für Grün-Weiß. Passives Spiel angezeigt, Wendy Künzel mit dem schnellen Abschluss. Aber da kann Nadine Holzau das erste Mal den Wurf entschärfen. Sandra Braun hat im Gegenzug die Möglichkeit vom Kreis, scheitert aber bei dem Versuch, das Tor zu erzielen. Kerstin Fäkel ans Gebälk und im Nachwurf Tini Schröder, 7:2 Führung. Cindy Blüm übers Tor
Und sofort im Gegenzug. Marie Kinscher scheitert an Nadine Holzau, die ein zweites Mal sich auszeichnen kann. Aber nach Einwurf für Grün-Weiß, Tini Schröder erfolgreich. 8:2 Führung für Grün-Weiß Schwerin. Jetzt hat Sandra Braun etwas mehr Glück. Treffer Nummer 3 für Stralsund. Hat sich schön in Szene gesetzt. Aber auch sehen wir hier Ballverlust auf Schweriner Seite. Auch Stralsund kann es schnell nach vorne. Und erfolgreich für Stralsund Julia Schwarmbeck. Fehler angezeigt durch die Schiedsrichter. Benny Künzel hat Erfolg. In der Abwehr leitet den Konter mit einem tollen Pass auf Jule Grünwald ein. Sie verwandelt sich ja zur 9:4 Führung. Gelbe Karte für Sandra Braun. Die Abwehr hat wunderbar aufgepasst. Kerstin Feckel produziert den Fehlpass. Treffer Nummer 5 für Stralsund durch Peggy Hannawald. Und Sandra Braun eben schon vorgewarnt durch die Schiedsrichter mit der gelben Karte. Jetzt mit der ersten 2-Minuten-Strafe. Somit Unterzahl für Stralsund, Überzahl für Schwerin. Stürmerfoul, Joda Wenk. Wäre der Pass nach außen wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Nächste gelbe Karte für Jule Grünwald.
Und Becky Hannawald kann sich durchsetzen gegen ein, gegen zwei und erzielt den Treffer Nummer 6 für Stralsund. Und Jola Weng sofort mit dem Fehlpass. Josephine Spricher erfolgreich zum 7:9. Stralsund wieder komplett. Sandra Braun wieder mit auf der Platte. Kerstin Felkel und wieder geht es schnell. Sandra Braun, Nachpass von Peggy Hannawald, erfolgreich. Nur noch ein Torführung für Rüber-Schwerin. Gleich bezahlt gemacht. Antje Thormann aus dem Rückraum. Anschlusstreffer durch Josephine Spricher. 9:10. Der nächste Fehlpass. Aber jetzt mit Glück. Des Tüchtigen, der Pfosten, hilft den Schweriner Mädels. Zwei schnelle, hintereinander folgende, leichte Fehler. Das kann man sich auch gegen eine Mannschaft wie gegen Stralsund nicht erlauben. Dann wird es hier unheimlich eng. Im Konter erfolgreich, 11:9 Führung für Grünwald-Schwerin. Ballgewinn durch Wendy Künzel und Tini Schröder. Mit dem Schrittfehler. Es folgt gleichermaßen ein Fußfehler auf der Stralsunder Seite.
Schön gestellt, der 9 Meter hat sich Zeit gelassen. Abspiel an Joda Weng. Sie trifft zum 12:9 für Schwerin. Und sofort im Gegenzug Josephine Spricher zur Anschlusstreffer Nummer 10 für Stralsund. Kerstin Welke scheitert an Nadine Holzau. Und im Gegenzug Cindy Blüm aus dem Rückraum erfolgreich. 11:12. Nächster Wechsel auf Schweriner Seite. Steffi Dube kommt für Kerstin Ferkel. Tini Schröder rückt auf die halblinke Position. Das hat sie auch schon aus der Spreeliga ein, zwei Mal beweisen können. Und Joda Weng wiederholt mit einem Passfehler. Unzufriedenheit bei Andreas Bartlau. Da jetzt der Ausgleich fällt durch Cindy Plüm. 12:12. Nicht viel sagen. Antje Thoman mit einer Handgranate eingenetzt. 13:12 Führung. Und Team Timeout Stralsunder HV. Das Team-Timeout ist beendet. Es geht weiter beim Stand von 13:12 nach knapp 20 Minuten gespielt für Schwerin. Fehlpass durch Hannawald. Antje Thormann kann zwei Leute durch ihr 1-1 binden. Dann mit dem Pass zu Tini Schröder. Sie erhöht zum 14:12. Resolut ihre Körpergröße ausgenutzt. Laura Schröder. Erfolgreich.
nach technischem Fehler beim Anwurf. Peggy Hannawald erzielt den Ausgleichstreffer 14 zu 14. Posten von Wendy Künzel. Dann zieht sie aus dem Rückraum ab. Ist Erfolg für Schwerin 15 zu 14. Marie Kinscher aus der guten Abwehr heraus der Schwerinerin in den Konterbewegung. Und Treffer Nummer 16, wieder 2-Tore-Führung für Schwerin. Becky Hannawald hat heute viel Gefühl in ihrer Hand. Treffer Nummer 4 durch sie und die Anschlusstreffer 15 zu 16. Gelbe Karte, Joel Schwambeck. Und Marie Kinscher holt den 7 Meter raus. Und da stehen sich gegenüber Nadine Holzau gegen Wendy Künzel. Und mit viel Wut im Bauch Wendy Künzel mit Unterstützung des Pfostens. Treffer Nummer 17. Gelbe Karte für Tini Schröder. Fürs Ringen am Kreis kann man geben, muss man aber nicht. Das ist ein normaler Zweikampf am 6-Meter-Kreis. Der Wurf ging vorbei und Schwerin jetzt wieder mit der Möglichkeit auf 3 Tore zu erhöhen. Schröder mit dem Wurfversuch, aber Nadine Holzau kann den Wurf entschärfen und leitet die erste und zweite Welle ein, über die man dann erfolgreich ist. Und der Anschlusstreffer 16-17 durch Peggy Hannawald. Marie Künscher hat eben gerade Glück bei dem Pass. Da der Ball zu, wenn die Künzel kommen. Die versucht sich im 1-1. Kann nur durch einen Foul gestoppt werden. 7 Meter. Und er geht über das Tor. Bleibt bei der 1-Tore-Führung für Schwerin. 17 zu 16. Toller Block durch Wendy Künzel. Jetzt kann es mal wieder schnell gehen. Joda Wenk, ungewöhnlich für sie, über die Rechtsaußenposition. 18 zu 16 Führung. Übertreten durch Sandra Braun, Steffi Dube im Gegenzug. Treffer Nummer 19
Treffer Nummer 1 für Sie. Führung 19-16. Schröder auf Kinscher, aber Holzau hält. Anna Pöschel hat noch nicht viele Hände an den Ball bekommen, aber hier zeigt sie sich als sicherer Rückhalt der Schweriner Mädels. Und die Möglichkeit durch Joda Wenk, sie nutzt sie. 4-Tore-Führung, 20-16. Die nächste 2-Minuten-Strafe. Es trifft jetzt Tini Schröder, Durchlaufen des Anwurfkreises. Da sind die beiden Unparteiischen sehr genau und sehr gerecht. Steffi Dobe erobert den Ball. Leitet mit einem etwas verunglückten Pass, aber trotzdem die Konterbewegung für Marie Kinscher ein. Sie zeigt sich sicher im Abschluss, 21-16. Jetzt wieder 5-Tore-Führung, nachdem es in den letzten 6, 7, 8 Minuten nicht ganz so rund lief für die Schweriner Mädels. Ballgewinn durch Wendy Künzel und Treffer Nummer 22, dem entgegenstehen 16 auf Stralsunder Seite. Nächster Ballgewinn, diesmal durch Joda Wenk und wieder misst es hundertprozentig im Konter Marie Kinscher. Baut die Führung aus, 23-16. Für Schwerin. Antje Thormann erfolgreich. Und nächster Ballgewinn. Jetzt geht es schnell. Es sind noch 20 Sekunden zu spielen. Alle Zeit der Welt. Nochmal einen kleinen Spielzug aufzufahren. Es sind noch knappe 5 Sekunden. Und Halbzeit. Führung für Schwerin 24-16.
So, da sind wir wieder. Zweite Halbzeit. Grün-Weiß-Springen gegen Stadtunder HV. Führung 24:16 für Schwerin. Jetzt sehen wir die offensive Manndeckung von Sandra Braun auf Wendy Künzel. Wollen so ein bisschen das Spiel verzerren und unterbrechen. Da kommt Tini Schröder in Aktion, bindet zwei Gegenspielerinnen, dann den Pass nach außen zu Steffi Dube. Sie ist erfolgreich zum 25:16. Lattenkracher durch die Nummer 10, Zinni Blüm. Und im Gegenzug Wendy Künzel scheitert an der Stadtunder Torhüterin, die jetzt gewechselt wurde, Sophie Weidner im Tor, kann sich gleich in ihrer ersten Aktion auszeichnen. Und jetzt macht Cindy Blüm es besser, verkürzt aus dem 9 Meter heraus zum 17:25. Schrittfehler Joda Weng. Es war heute nicht ihr erster technischer Fehler, den sie produziert hat. Ob nur Passfehler, Fangfehler oder Schrittfehler. Cindy Blüm, toll gemacht. Mit dem Pass auf Sandra Braun. Sie erzielt den 18. Treffer für Stralsund. Und wieder Schröder auf Dube, diesmal Steffi Dube, übertreten, Abwurf vom Kreis. Im Tor der Grün-Weißen, jetzt Susi Grimm für Anna Pöschel. Joda Wenk jetzt auf der Bank, geschuldet durch ihre technischen Fehler. Kerstin Felke wird sie jetzt auf der Position halb rechts ersetzen. Und Marie Kinscher scheitert an Sophie Weidner. Aber im Nachwurf Steffi Dube über die Linksaußenposition. Treffer Nummer 26. Und erste Parade von Susi Grimm. Aber ihr Pass ist zu lang. Den kann Steffi Dube nicht erlaufen. Somit heißt es, wieder mit der Abwehrarbeit beschäftigen. Schwerin hat seine Abwehr jetzt umgestellt. Auf eine 6-0 zurückgezogen am Kreis. Block durch Blüm an Felkel. Die erkämpft sich den Ball zurück. Leichtes Gerangel um das Spielgerät. Felkel überhaupt nicht den Ball.
der Tormann. Nutzt ihre Kraft, nutzt ihr gutes Auge und netzt ein zum Treffer Nummer 27. Unsanft gefallen, Cindy Plüm, aber sie steht wieder. Schrittfehler durch Plüm. Roman. Der Ball ist zu kurz. Cindy Plüm pflückt das Ding aus der Luft. Dem Treffer Nummer 19 für Stralsund und das Ganze verschuldet durch Kerstin Ferkel. Sie muss dafür 2 Minuten von der Platte und der Zahlsituation für die Schweriner Mädels 5-6. Steffi Dube scheitert an Sophie Weidner, der Ball aber im Seitenaus, daher Einwurf für Schwerin. Und Antje Thormann avanciert zur Torschützin für die wichtigen Tore. Treffer Nummer 28. Kurzes Aufkreuzen und dann der Pass von Cindy Plüm auf Joja Rohne. 20-28. Antje Thormann beschäftigt die ganze Stralsunder Abwehr. Sie ist links zu finden, sie ist rechts zu finden, sie kommt über die Zentrale und ist dabei selber noch gefährlich. Und wieder in Aktion. Dini Schröder scheitert am Block. Den Rest erledigt Sophie Weidner. Sichert die Kugel. Sophie Dethke verzieht am Tor vorbei. Kann Schwerin die nächste Situation nutzen? Sieben Meter Abwehr durch den Kreis. Rausgeholt durch Kerstin Ferkel. Und es tritt an Antje Thormann gegen Sophie Weidner. Scheitert mit einem sehr schlecht geworfenen 7 Meter an Sophie Weidner. Die hat wenig Mühe, den Wurf von Antje Thormann zu entschärfen. Ja.
Fußfehler durch Dietke. Schröder auf Kinscher. Aber erneut Sophie Weidner mit einer tollen Parade. Aber Marie Kinscher wird gestört durch Julia Schwambeek, die dafür von der Platte muss. 2 Minuten Strafe. Und jetzt kommt Nummer 33, Vivian Bartlow zum 7 Meter. Hat sich einige Male auch schon in der Ostsee-Spreeliga auszeichnen können. Durch ihre Abgeklärtheit. Wir wünschen ihr, dass es auch heute wieder funktioniert. Und aber auch es funktioniert bei ihr nicht. Sophie Weidner entschärft den nächsten 7 Meter. Steffi Dube fast Glück gehabt. Hat die Hände schon am Ball. Passives Spiel angezeigt. Susi Grimm. Und jetzt nochmal. Jetzt kommt der Pass an von Susi Grimm. Steffi Dube. Ganz abgeklärt. Und dem Treffer Nummer 29. Stralsund 20. Nummer 21, erzielt durch die Stralsunderinnen. Kein Pfiff der Unparteiischen. Und im Gegenzug Julia Rohne. Anschlusstreffer 22 zu 29. Benni Künzel löst sich aus der Manndeckung. Und Nachpass auf Felkel. Der passt raus zu Kinscher, packt ihre linke Klebe aus und netzt ein zum 30 zu 22. Erneut kein Pfiff. Schwerin mit der Möglichkeit. Das hat doch mal super funktioniert. 2 schnelle Pässe, da ist auf der Rechtsaußenposition wiederum Marie Kinscher frei. Erhöht zum 31 zu 22. Und Susi Grimm lenkt den Ball ans Gebälk.
Schrittfeder durch Antitormann. Susi Grimm stellt die Hand vom Körper ab, wehrt den Wurf ab und wiederum schnell eingeleitet. Grimm auf Künzel, Künzel auf Dube und Steffi Dube erfolgreich. 10 Tore Führung, 32 zu 22. Kommt auch noch das Wurfpech dazu auf Stralsunder Seite. Sophien Spieger nur an den Pfosten und im Gegenzug Marie Kinscher. 33 zu 22, jetzt die Führung für Schwerin. Es sieht standesgemäß aus, aber diesen Vorsprung mussten sich die Schweriner Mädels hart erarbeiten. Grundlage dafür die Abwehrumstellung und die bessere Wurfauswahl. Passives Spiel angezeigt durch die Umpfeilerischen. Und leicht abgefälscht der Ball von Sophie Dethke. Susi Grimm sieht ihn spät, kann ihn nicht mehr entschärfen. Daher 23 Stralsund und 33 für Schwerin. Marie Kinscher bekommt ihre Pause auf ihrer Position. Wie oft auch schon gesehen. Jule Grünwald. Ein Mannblock für den 9-Meter-Reich. Um Wendy Künzel den Weg zum Tor zu eröffnen. Sie mit dem Treffer Nummer 34. Der Pass war erneut zu lang. Und jetzt auch Tini Schröder mit der verdienten Pause. Joda Wenk zurück im Spiel. Hoffen wir alle, dass es für Jola eine angenehme Pause war. Schrittfehler, gut erkannt durch die Unparteiischen. Und Jule Grünwald hat Probleme, den Ball zu kontrollieren beim Prellen und scheitert dann an Sophie Weidner, die erneut mit einer tollen Parade Schlimmeres verhindern konnte. Durch die Parade und durch das schnelle Vortragen des Balls kann Julia Rohne verkürzen auf 24 zu 34. Kerstin Felke schmeißt sich ins Getümmel, wird belohnt mit dem 7 Meter
Und das Duell jetzt, Wendy Künzel gegen Sophie Weidner, die schon 2 Semester halten konnte. Aber beim dritten ist sie chancenlos. Führung 35-24. Kurze Konfusion, Antje Thoma weiß gerade nicht, was dort los ist. Wurfversuch durch Claudia Knob zu Sigrim. Kriegt die Beine schnell zusammen. Und die Einleitung. Dann auf Wendy Künzel. Die findet ihre Gegenspielerin, sieht die mitlaufende, parallel zustoßende Joda Wenk. Sie hat jetzt alle Möglichkeiten gehabt. Freie Bahn und Treffer Nummer 36. So ein bisschen das Gefühl, dass Stralsund nicht mehr allzu viel einfällt. Wieder passives Spiel angezeigt. Und Cindy Blüm verzieht. Und die Möglichkeit für Susi Grimm, sich erneut auszuzeichnen. Durch einen tollen Pass auf Jule Grünwald. Sie gibt die Glückwünsche weiter an Susi Grimm. Treffer Nummer 37. Grimm erneut mit der Hand am Ball. Der Abpraller landet aber bei den Stralsunderinnen. Und Knob mit der zweiten Möglichkeit. Jetzt nutzt sie sie und verkürzt zum 25-37. Der Blick nach außen, wo Jule Grünwald sich positioniert hatte. Für sie eine schwierige Situation als Rechtshänderin über rechts außen, aber erfolgreich. 38-25, jetzt die Führung für Schwerin. Julia Rohne scheitert an Susi Grimm. Jetzt geht es wieder schnell und gestoppt. Fäkel durch Spricher. Stürmerfoul? Fragezeichen. Und Josephine Spricher. Nach der Aktion an Künzel erfolgreich zum 26-38. Antje Thormann weit übers Tor. Und im Gegenzug.
scheitert an Susi Grimm. Die jetzt schon mit mehreren guten Aktionen die Schweriner Mädels auf Kurs hält. Und es bleibt bei der Führung von 12 Toren. Das ist das, was wir vom Kerstin Felke kennen in der 9-Meter-Situation. Steigt auf, setzt den Ball nochmal ab, hat nochmal die Möglichkeit der 3 Schritte. Die nutzt sie und sie erhöht zum 39 zu 26. Und wieder ein toller Pass von Susi Grimm. Und ich weiß nicht, woran Jule Grünwald gerade gedacht hat. Auf jeden Fall nicht ans Tore werfen. Ganz frei, allein stehen vorm Tor, scheitert sie an dem eigenen Leistungsvermögen und verzieht. Erneut mit der Parade. Treffer Nummer 40, dem entgegen 26 für Stralsund. Das Ding ist durch, Schwerin wird im Finale stehen. Antje Thormann erkämpft sich den Ball, leitet ihn weiter auf Steffi Dube. Die kurze Kontrolle und der Pass auf Wendy Künzel. Und die mit dem zweiten Treffer in Folge zum 41 zu 26. Leidtragende des Getümmels mit Antje Thormann ist Cindy Plüm, einen Schlag auf die Schulter bekommen, muss runter von der Platte. Wünschen wir alles Gute, dass da nichts kaputt gegangen ist. Noch 3 Minuten 15 zu spielen. Wir haben eine spannende, packende Partie bisher gesehen. Stralsund in der ersten Halbzeit lange ebenbürtig. Aber jetzt verlassen die Stralsunderinnen die Kräfte und auch der Glaube. Und dann ist es natürlich für die Schweriner Mädels unheimlich leicht. Schade, tolle Aktion durch Rohne, die scheitert am Gebälk und wie es für die Schwerinerin ist, es geht schnell nach vorne und Steffi Dube mit leichtem Unverständnis, da der Griff zum Arm kam, aber trotzdem der Treffer. Gegenzug mit dem Treffer Nummer 27, Josephine Spricher. Und jetzt geht es schnell. Joda weg, packt. Entschuldigung, Benny Künzel packt nochmal einen oben drauf. 43 zu 27.
Jetzt muss auch Sophie Dietke vom Feld. Hat sich wohl vertreten. Wenn ich sowas immer sehe, habe ich Angst um die Kreuzbänder. Wünschen wir auch ihr alles Gute, dass da nicht allzu viel passiert ist. Vielleicht nur ein Pferdekuss. Nächste Verletzung auf Stralsunder Seite. Jetzt hat es Julian Schwammig erwischt. Auch so mit leichtem Knieproblem. Sie bleibt aber auf der Platte. Schmerzverzerrtes Gesicht. Es geht nicht, sie muss runter. Die Schmerzen sind zu groß. Auch ihr gute Besserung. Wurfversuch durch Rohne zu Sigrim. Hält den Ball. Und jetzt geht es wieder schnell, wollte ich gerade sagen. Kerstin Felke mit dem Fehlpass. Aber Glück, dass der Gegenzug auch verpufft. Somit Schwerin nochmal knapp 50 Sekunden vor Spielende im Ballbesitz und nochmal die Möglichkeit, mit Treffer 44 auf sich aufmerksam zu machen. Ballverlust und Josefine Spricher nochmal zur Ergebniskorrektur 28-43. Oh, Schwerin hat das Handballspielen jetzt eingestellt. Und nochmal wird verkürzt durch Laura Schröder. Treffer nochmal auf 29-43. Noch 5 Sekunden. Und es ist aus. Grünweiß Schwerin zieht ins Finale ein um den HVMV-Pokal 2011. Stralsund hat alles versucht, hat alles gegeben. Und in Kürze sehen wir das zweite Halbfinale zwischen dem Pasewalker HV aus der Verbandsliga und der TSG Wismar 2, die in einem V-Liga spielen.